Die Taube ist ja, glaube ich, ein sehr wichtiges Haus. Ich glaube, nicht nur in Schruns und am Dorfplatz, sondern auch generell fürs Montafon. Und nochmal, wir haben diese Einladung natürlich sehr gerne angenommen, oder? Uns um dieses Haus so Gedanken zu machen und uns darum zu kümmern. Und ich mein, machen tut man das ähnlich wie bei anderen Bauaufgaben. Also ich meine, wir haben ja das Glück, in unserem architektonischen Schaffen sehr unterschiedliche Themen zu bedienen. Oder? Ein Thema, das mir sehr lieb ist so dieses Thema von der Gastronomie oder vom Bauen für Gäste. Und ich sage, da geht man natürlich eigentlich schon immer ähnlich an diese Themen, auch wenn die unterschiedlich gelagert sind, sondern es ist natürlich immer so ein kleines Thema, dass der Ort sehr eine große Rolle spielt, hier natürlich noch mehr durch diese sehr zentrale und wichtige Lage des Hauses. Es ist ja nicht irgendwie ein Gasthaus oder ein Hotel in der Landschaft oder irgendwo in immer sehr peripheren Bereich, sondern es hat einfach zwangsläufig viel mit dem Ort und so auch mit den Menschen zu tun, das ist mal Nummer eins. Und das andere ist natürlich das, ich sage, dass natürlich die Themenstellung sehr wichtig ist. Es gibt einen Bauherr, der formuliert, wie stellt er sich das Haus vor, auch betrieblich. Und das nennt ich das so diese Mischmenge, wo es natürlich sehr viele Ansprüche gibt und die sind eigentlich dann immer klassisch so unter den Hut zu bringen. Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich die, dass normalerweise, wenn man von so einem Hotel redet, der Wunsch da ist, das sieht man auch, da muss man nicht weit schauen, das sieht man auch in Schruns und in anderen Gegenden, dass sowas im Prinzip heute, um das rentabel auch zu führen, in einem Volumen untergebracht wird. Da wird im Prinzip normal ein großer Klotz hingestellt und dann passiert das da drin, weil die Leute einfach meinen, es muss in einem Ding, der Wellness, die ganzen Zimmer, die ganzen Stuben, das muss in einem Klotz drin sein. Es ist so. Den Leuten, die wollen, das ist ähnlich wie bei einer Shopping Mall, oder? Da muss alles in einem Ding drin sein. Und die große Herausforderung war hier, dieses Programm verträglich für den Ort, ich sage, in zwei Baukörpern, auch in drei, also es gibt eigentlich drei Baukörper, es gibt das Haupthaus, ein Nebenhaus und ein kleines Nebenhaus, ein bestehendes, das Braunhaus, und das Programm gliedert sich eigentlich in diesen drei Baukörpern auf, ist unterirdisch zwar miteinander verbunden, oder? Und das schafft, glaube ich, eine sehr einzigartige Qualität, dass es ein dörflicher Maßstab ist und dass es auch einen Außenraum gibt, der durchlässig ist. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und das Wesentliche an dem Projekt. Die Taube ist keine Insel. Und sehr viele Hotels sind Inseln, die arbeiten eigentlich, die saugen die Leute nach innen und innen kriegen die alles, arbeiten aber nicht nach außen. Und die Taube ist sicher ein Haus, das auch mit dem Dorf arbeitet und das ist das Besondere. Also das Dorf wird inkludiert. Da geht es durch, da kann man einmal durchmarschieren, da gibt es da ein Haus, da. Und ich glaube, das ist das Besondere. Und das ist auch wichtig, weil das hat es bis jetzt immer schon gekonnt. Es gibt einen Gasgarten und der arbeitet, das ist eine Schnittstelle zwischen Dorf, Haus. Und darum hat das ja so eine unglaubliche Qualität. Und es ist eben keine Insel. Und es ist nicht nur für den externen Gast, sondern auch für den Einheimischen. Und das ist die Besonderheit vom Haus. Ich glaube, die Erwartungshaltung dieses, wie sich die Taube auch zukünftig so gebärt, das ist ganz stark mit der Bauherrschaft in Einklang entwickelt worden. Uns ist extrem wichtig, dass das Haus natürlich zum Beispiel gerade speziell in den Gaststuben, ich sage, das Montafoner Leben eigentlich abbildet. Also es gibt wieder den Stammtisch am Montafoner Tisch, es gibt die Stuben für den heimischen Gast, es gibt die Stuben fürs Frühstück, fürs à la carte und so weiter. Aber, und das ist vielleicht schon, oder das ist mitunter etwas vom Besonderen, sehr Besonderen am Projekt, es gibt auch dieses sehr weltoffene und dieses mondäne. Es gibt eigentlich diese ehemalige Posthalle, es gibt eigentlich eine sehr weltoffene Bar, das ist die Schulle oder Hemingway Bar, trifft eigentlich momentan so zwei Namen. Und ich glaube, die soll das Haus auch mit dem Ort, aber auch so, ich sage, ein bisschen hochtrabend mit der Welt ein bisschen verbinden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, eben nicht diese Insel, diese Schale, wo da irgendwo mittendrin steht, wo man halt überall sieht, sondern es ist irgendwie auch ein bisschen
eben nicht durchgängig Jalle-Stil oder dieser öde Alpenschick-Stil, wo man überall sieht, wo man so vermeintlich tut, da ist jetzt irgendwie so ein Landhaus, wo mitten im Dorf gestrandet ist oder sowas, das ist es nicht. Es ist ein Haus, das Montafoner-Stuben hat, das dem Montafoner-Erbe gerecht wird, aber auch sehr weltoffen ist. Und das war es schon. Das ist ja keine Neuerfindung, sondern es hat das Haus schon gehabt durch seine internationalen Gäste, durch diese Historie. Und das soll eigentlich wieder empfacht werden. Und das finde ich eigentlich auch von der Bauherrschaft sehr, sehr mutige und gute Ansage, weil solche Sachen gibt es viel zu wenig.